Herzlich willkommen, ich begrüße euch zur neuen Folge hier auf der Mühlkreis Mittelland. Wir haben März und das bedeutet, die angesprochenen Vorhaben der letzten Folge treten jetzt ein. Wir fahren zum Händler und holen ein Leihgerät ab. Ja, ein Leihgerät ab für unsere Wiesen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, wir haben März. Ich habe einen Punkt übersehen letztes Mal bei der letzten Folge, bei denen, was wir machen müssen. Wir müssen doch auf manchen Feldern Pflanzenschutz spritzen. Das werde ich jetzt wohl eher machen, anstatt grubbern, bin ich ehrlich. Ja, kommen wir dann dazu. Jetzt erstmal hier zu unserem Leihgerät eine Düvelsdorfer Wiesenwalze. Die dient dazu, dass die Grasnarbe halt erhalten bleibt und schön dicht bleibt. Wie gesagt, und Resultat dadurch ist Ertragssteigerung. Einfach mal zum Ausprobieren haben wir die uns geholt. Aber heute ist nicht mein Tag. Jo, Vater. Einfach um die mal zu testen und wie sich das Ganze auf unseren Wiesen anmerkt oder beziehungsweise auswirkt, hoffe ich mir zu sehen, beziehungsweise hoffe ich, dass es was bringt. Haben dieses Jahr nur gemietet, deswegen wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht den erwarteten Zweck bringt. Das werden wir einfach sehen und da sind wir auch schon auf unserer Wiese. Wir könnten einen Schnitt durchführen, aber wir sehen, das Gras ist sehr niedrig. Also wirklich niedrig. Es ist erntereif, also wir könnten einen Schnitt durchführen. Aber dann gibt es halt ersten Schnitt. Im Sommer können wir nicht ändern, solange wir halt noch keine Gülle fahren, beziehungsweise noch keine extreme Gülleerzeugung haben. Ey, wie machst du das? Ach, ich muss es erst ausklappen, ne? Dann müssen wir halt mit solchen Dingen hier wirken und da müssen wir halt auch leider davon ausgehen. Also müssen wir halt auch leider davon ausgehen, dass mir nur zwei Schnitte dieses Jahr, maximal drei Schnitte einfahren können. Aber ja, ich hab, ah ja, guck du mal, ja. Da sind wir schon mal ein paar Meter gefahren und da sehen wir einfach, natürlich das Gras, das geht einfach nur weg und es ist halt Stücke dunkler. Das bedeutet, ja, MLS bedeutet, man hat halt mehr Ertrag. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal drüber jetzt so über die Wiese. Auch wenn ich das jetzt in der letzten Folge auch schon oft gesagt habe, beziehungsweise da hattet ihr schon einen langen Zeitraffer. Ich werde das Ganze im Zeitraffer laufen lassen und wir sehen uns nach der Wiesenbearbeitung wieder. Bis dann. Traveling for days without my knowing.
Nachsatzgerät und hinten dran noch mal eine Walze, das wäre auch sehr interessant. Vom Preis her, wir sind hier bei 16.500 Euro. Ist okay, man kann nur 12 km/h fahren. Das ist aber hier mit allen fast 4 Meter Arbeitsbreite und verdicht ist das. Wir können natürlich auch, was halt auch die Maxi Wall von Dalbonen. Wenn ich das aufklappe, dann ist es Walze und Strick gemeinsam. Kommen wir aufs Gleiche, sind aber halt mal 10.000 Euro mehr. Mein Resultat daraus. Für den aktuellen Zeitpunkt für eine Wiese, ne? Das für eine Wiese lohnt sich das wirklich, ne? Wenn wir dann vielleicht mal 2-3 Wiesen haben und eine große oder so Quatsch, na dann ist das natürlich eine andere Sache. Dann musst du halt nur davon ausgehen, dass du halt so viel wie möglich drauf bekommen willst. Oder beziehungsweise runterbekommen willst mit dem niedrigsten Aufwand und Preisaufwand. Ja, das muss man halt immer im Auge behalten. Es gibt auch noch hier das von APV. Ja, vorne na, die Walzen, die sind bei Güttler Club genauso. Dann hast du hier einen Striegel.
Und wo geht die Saat rein? Ja, genau, die geht vor dem Striegel rein. Sind beide Varianten sehr interessant. Wir können jetzt mal kurz gucken. Dann müssen wir mal hier die Feldinfo anschalten. Natürlich, pH-Wert ist sehr niedrig. Der Stickstoffwert allerdings gut. Erwarteter Ertrag sind 106%, 20 Tonnen pro Hektar. Aber ich glaube, das ist nicht mal ein Hektar, ja. Also kriegt man vielleicht 17 Tonnen runter oder so. Ja, wir müssen pH-Wert hochkriegen. Also pH-Wert 8,250 von 7, von 6,57. Also ist zu viel oder was? Ja, Stickstoff zeigt mal gut. Würde ich vermuten, ist falsch. Würde ich erstmal behaupten, weil. Ja, aber krass, Muskelwald, 200 Grad. Na gut, weil ich das vielleicht neu angesetzt habe. Na, wir haben dazu getroffen. Na gut, hier werden wir das jetzt auch nochmal sehen. Wir werden sehen, was am Ende bei rumkommt. Ich vermute, es wird mehr rumkommen, als hätten wir jetzt nichts gemacht. Nee, oder? Ich muss da erst abhängen. Ist dann eine Frage, ob sich das rentiert hat. Ich habe jetzt für die Miete knappe, glaube ich, 1000. Ja, 1000 bezahlt für die Miete. Ich werde über die anderen drei und rüber gehen, weil das halt keine richtigen Felder sind. Warte mal, jetzt muss ich mal das Fenster zu machen. So, na, wollen die Tiere am besten auch. So, wir fahren das jetzt wieder zum Händler. Ich würde sagen, daraus mache ich eine Folge, auch wenn das halt kürzer ist. Ich habe zwar gesagt, wir müssen Grubbern und Pflanzenschutz rausbringen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ansonsten steht sonst nichts mehr an halt. Der erste Schnitt wird halt jetzt auf dem Feld auf jeden Fall, auf der Wiese, sehr spät sein. Also ich mir überlege, ob mir halt die große Wiese am Hof und das kleine Stück dahinter für den ersten Schnitt nehmen, die Wiese dann als zweiten Schnitt, Heu und dann die gesamten Wiesen als dritten Schnitt. Das wäre eine Überlegung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich beende das Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr verändern würdet, was ihr verbessern oder was oder andere Ansätze. Schreibt einfach in die Kommentare eure Meinung. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Ich sage es eigentlich viel zu oft. Einfach danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.